Eigentlich will Horst Bandmann Offizier werden. Er möchte fliegen. Stattdessen wird der 19-jährige Fähnrich zum aussichtslosen Straßenkampf nach Berlin geschickt. Seine Einheit besteht neben ihm nur noch aus einer Gruppe Jungs aus der Hitlerjugend. Am 22. April werden sie von russischen Panzern angegriffen. Horst Bandmann überlebt, doch um ihn herum überall Tote und Verletzte. Er ist plötzlich alleine und irrt ohne ein bestimmtes Ziel durch die zerstörten Straßen von Berlin. Lebensgefährlich. Nicht nur wegen der herabstürzenden Trümmer oder der russischen Angreifer. Patrouillen der SS suchen nach wie vor nach Deserteuren. Halt! Stehen bleiben! Papiere! Was haben Sie hier zu suchen, Fähnrich Bandmann? Ich bin versprengt. Meine Einheit. Aufgerieben. Wo soll das gewesen sein? In der Nähe des Bahnhofs Weißensee, gestern. Weißensee? Könnte stimmen. Wo wollen Sie jetzt hin? Keine Ahnung. Muss doch irgendwo eine Truppe geben, die mich noch brauchen kann. Sie wollen sich jetzt nicht zufällig verkrümeln? In Luft auflösen? Ganz bestimmt nicht. Melde dich sofort im Reichsluftfahrtministerium Wilhelmstraße. Da gibt es eine Sammelstelle für Versprengte. Zu Befehl. Machen Sie keine Umwege, Fähnrich Bandmann. Wir werden das nachprüfen. Gegen Deserteure und Plünderer wird mit aller Härte vorgegangen. Und ich bin der Firma gehabt bei meinem Vater. Da habe ich dann gearbeitet als Schotter. Hat auch die Verhandlungsleute gehabt. Jawohl, Herr Leutnant. Sie übernehmen sofort eine Gruppe von 3 Unteroffizieren und 24 Mann. Sie haben Glück, Fähnrich. Das sind überwiegend erfahrene Frontsoldaten, zum Teil mit hohen Auszeichnungen. Ich weiß, dass Ihre Kampferfahrung begrenzt ist. Aber in dieser Situation muss jeder Soldat über sich hinauswachsen. Darf ich Sie etwas fragen, Herr Leutnant? Nur zu. Stimmt es, dass der Reichsmarschall Göring sich seit einigen Tagen nicht mehr in Berlin befindet? Der Reichsmarschall hat vom Führer wichtige Aufgaben in Süddeutschland bekommen. Und wir kämpfen hier noch, Herr Leutnant? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich bin kein Feigling und auch kein Deserteur, aber ich muss wissen, warum wir hier noch kämpfen. Sie und Ihre Männer bekommen Waffenmunition. Wir haben Nagelneue MG42 gekriegt. Das waren die Schnellschießen, die wir hatten überhaupt, ja. Und die ganzen Taschen voller Munition haben wir uns gepackt. Handgranaten haben wir gekriegt, Eierhandgranaten, Panzerfäuste. Nachts um 2 bin ich mit denen dann abmarschiert. Ich habe dann den Befehl gekriegt Richtung Andreasstraße, Frankfurter Allee, Ecke Blumenstraße, dort Frankfurter Allee, das abzuschirmen und zu sichern. Dass der Russe da nicht durchkommt. Aber dass sie es geschafft hätten, kann ich heute nicht sagen. Mehl, Zucker und was es alles noch gab, da haben sie geklaut, um zu leben. Wir haben die auch laufen lassen, wir haben da nichts mitgemacht. Wir mussten ja selbst sehen, wie wir bleiben. Ich habe zum Beispiel mir dann mein Kochgeschirr mit Bonbons vorgemacht, das war meine Nahrung. Und was anderes hatten wir nicht. Als plötzlich nur wenige Meter neben ihm eine Granate einschlägt, wird Horst Bandmann verletzt. Splitter durchbohren seinen Unterschenkel. Auf einem Jeep wird er schließlich ins Rote Rathaus, ins Notlazarett gebracht. Da. Sieht gar nicht so schlimm aus. Ach, was verstehst du denn davon, Mädchen? Das Mädchen heißt Jutta. Besser als ein Bauchschuss ist das auf jeden Fall. Auch wahr. Wann kommt der Arzt? Haben wir nicht. Kriegen wir auch nicht mehr rein.
brauchst du doch jetzt nicht mehr, oder? Komm. Kann ich die dann haben mit der Munition? Ich bin alt genug. Was habe ich gemacht? Ich habe es ihm alles gegeben. Ich war froh, dass ich los war. Hätte ich nie machen sollen, aber in dem Moment dachte ich, was sollst du damit noch? Das war eindeutig. Die Jungs waren ja alle so von der Erziehung her fanatisiert, dass sie das noch nie geglaubt haben. Die haben das auch noch nicht geglaubt, dass es Schluss ist. In der Nacht zum 2. Mai gerät Horst Bandmann in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Es dauert noch einige Monate, bis seine Kriegsverwundung geheilt ist und er wieder laufen kann. Aufgrund seiner Jugend wird Bandmann wenig später entlassen. Nach einem Architekturstudium bringt es Bandmann in der DDR auch ohne Parteizugehörigkeit bis zum Oberingenieur.